Die Familie der Barber-Papas trauert um ihren Schöpfer. Der Amerikaner Talis Tyler starb im Alter von 82 Jahren in Paris. Er schuf die farbigen Fantasiefiguren mit seiner Frau Annette Tison in den 70er Jahren. Die freundlichen Barber-Papas können sich in jede beliebige Form verwandeln. Die Kinderbücher und der Zeichentrick wurden in über 30 Sprachen übersetzt.